Yang Mulia Presiden Steinmeier, merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan Presiden Jerman Bapak Frank-Walter Steinmeier beserta seluruh delegasi. Indonesia menjadi salah satu tujuan pertama kunjungan bilateral Presiden Jerman setelah kembali terpilih sebagai Presiden Jerman bulan Februari tahun ini. Tentu ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara, yang mana Jerman adalah ketua G7 dan Indonesia adalah Presiden G20. Presiden Steinmeier juga bukan orang baru bagi saya, karena kita sudah pernah bertemu di Jakarta di tahun 2014 saat beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pertemuan bilateral tadi berlangsung sangat bersahabat dan produktif, dan mengenai isu-isu bilateral, kita fokus berbicara mengenai kerjasama ekonomi. Pertama, saya menekankan pentingnya kerjasama di industri 4.0, khususnya percepatan pengembangan SDM. Telah terdapat MOU antara Kementerian Perindustrian dengan Deutsche Messe AG dan dengan Infineon AG yang akan ditandatangani nanti sore. Selain itu, Indonesia akan menjadi partner country Hannover Messe pada tahun 2023 setelah juga berpartisipasi di pameran industri 4.0 di Hannover Messe tahun 2022 ini. Yang kedua, peningkatan investasi Jerman di industri berteknologi tinggi, antara lain investasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global. Dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia. Saya menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun Jerman Industrial Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia. Yang ketiga, penguatan kerjasama perubahan iklim. Saya menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro. Pembangunan pusat mangrove dunia yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu. Kemudian integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara senilai 150 juta euro, serta pilot project pengembangan energi geotermal senilai 300 juta euro. Saya mengajak Jerman menjadi mitra Indonesia dalam mengolah potensi-potensi sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia. Yang keempat, kolaborasi G20 di bawah presidensi Indonesia dan G7 di bawah keketuaan Jerman. G20 dan G7 mempunyai prioritas yang sama, yaitu transisi energi. Saya mengundang kontribusi Jerman dan negara-negara G7 dalam berbagai pengetahuan dan teknologi serta akses pendanaan. Saya mengajak Jerman untuk mendukung pembentukan Energy Transition Financing dan pasar karbon di Indonesia, serta kerjasama riset di bidang energi hidrogen dan mobil listrik. Perihal isu kawasan dan isu global, kita bertukar pikiran tadi mengenai situasi di Ukraina dan kerjasama Indo-Pasifik. Secara tegas, saya menyampaikan kembali posisi konsisten Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Untuk itu, prinsip-prinsip dan hukum internasional harus dipatuhi secara konsisten. Dan budaya damai serta saling menghormati, serta semangat kerjasama perlu terus diperkuat. Saya juga mendorong penguatan kerjasama mengatasi dampak perang Ukraina, khususnya terhadap pangan dan energi, dan terkait dengan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Saya kembali menekankan pentingnya arsitektur kawasan secara inklusif yang mengedepankan semangat kolaborasi
bukan pembendungan atau containment di Indo-Pasifik dalam spirit kerjasama multilateralisme dan perdamaian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang dengan hormat Presiden Steinmeier untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Danke, terima kasih, lieber Herr Staatspräsident, lieber Joko Widodo. Danke für die Einladung nach Indonesien, den herzlichen Empfang. Und ich kann bestätigen, es ist mir eine Freude, wieder in Jakarta zu sein. Indonesien und Deutschland verbindet viel. Unser gemeinsames Bekenntnis zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und zur internationalen regelbasierten Ordnung, die wir nicht nur erhalten, sondern die wir auch weiterentwickeln wollen. Wir wollen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und wir sind dankbar für Indonesiens klare Positionierung zum völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diese Positionen belegen unmissverständlich, dass wir über Kontinente hinweg zusammenstehen, wenn Grundprinzipien der VN-Charta und des Völkerrechts verletzt werden, unabhängig davon, wo auf der Welt. Ich bin froh, dass wir uns bei unseren Werten und Interessen vielfach so nahe stehen. Das gilt, Herr Präsident, auch für die Wirtschaft. Deutschland und Indonesien kämpfen für einen fairen Handel, freie Handelswege und ein Wirtschaftsklima, das Investitionen und Innovationen befördert. Ich freue mich zu sehen, wie eng die Wirtschaftsbeziehungen unserer Länder sind. In Indonesien sind hunderte deutsche Unternehmen aktiv und Ihr Land, Sie haben es erwähnt, wird 2023 erneut Partnerland der weltweit ausstrahlenden Hannover Messe sein. Was mich freut, unsere Länder feiern in diesem Jahr ein Platin-Jubiläum, den 70. Geburtstag der deutsch-indonesischen diplomatischen Beziehungen. Wir feiern auch in vielen zwischengesellschaftlichen Begegnungen, wir feiern diesen Geburtstag in Kunst und Kultur. Und wir werden auch über Verantwortung reden, über unsere gemeinsame Verantwortung für dringende globale Herausforderungen. Wie bekämpfen wir Pandemien? Wie kommen wir beim Schutz des Klimas voran? Wie beugen wir Hungersnöten vor? Wir haben natürlich über die G20 gesprochen. Indonesien führt die G20 in diesem Jahr und trägt damit besondere Verantwortung für die internationale Zusammenarbeit. An den G20-Vorsitz richten sich wie immer große Erwartungen aller Partner, vielleicht besonders die des globalen Südens. Für uns Europäer, auch die G7, fällt der Vorsitz auch in eine besondere Zeit. Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Russland bricht vor den Augen der Welt das Völkerrecht und die Regeln der internationalen Zusammenarbeit. Wir alle spüren, das sind keine normalen Zeiten. Ich bin froh, dass der indonesische Präsident noch in diesem Monat nach Deutschland reist und er persönlich an dem G7-Treffen in Elmau teilnimmt. Klar ist, es kann in dieser Zeit keinen Normalbetrieb geben. Darüber haben der indonesische Präsident und ich uns ausgetauscht und die Bundesregierung wird das Gespräch mit Herrn Staatspräsidenten fortsetzen. Besonders wichtig und teilweise schon eng sind die Kooperationen zwischen Deutschland und Indonesien zum Schutz von Klima, Umwelt und Biodiversität. Wir arbeiten in gemeinsamen Projekten zu erneuerbaren Energien, Kohleausstieg, Wald, Mangroven und Moorschutz. Wir wollen mehr kooperieren, um Klimaziele zu erreichen und um unsere Wirtschaft und Energieversorgung sozial wie klimaverträglich zu machen. Dazu zählt auch ein rascher und ambitionierter Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Indem wir umsteuern, bereiten wir den Boden für Innovationen, Investitionen und viele neue, auch nachhaltige Arbeitsplätze. Gemeinsam mit weiteren Partnern loten wir aus, wie dieses Potenzial mit Indonesien am besten realisiert werden kann. Ich freue mich daher, dass mich auf diesen Besuch
eine hochkarätige und vielfältige Wirtschaftsdelegation begleitet. Lassen Sie mich auf ein weiteres Thema kommen. Natürlich sind unsere derzeitigen Bemühungen besonders darauf gerichtet, das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden. Das bedeutet aber nicht, dass wir anderes aus dem Blick verlieren. Im Gegenteil. Wir wollen die Beziehungen in die Region des Indopazifik ausbauen. Wir tauschen uns hier in der Region intensiv aus zu den wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen des Krieges. Der Respekt vor der UN-Charta, der Respekt auch vor der internationalen regelbasierten Ordnung ist zentral. Prinzipien wie die friedliche Streitbeilegung sind auch für den Indopazifik von fundamentaler Bedeutung. ASEAN ist ein zentraler Partner und Akteur im Bemühen um eine Stärkung der regionalen Sicherheitsstruktur. Deutschland und die EU sind bereit, sich weiter und auch stärker zu engagieren. Die Aufwertung der EU-ASEAN-Beziehungen zur strategischen Partnerschaft, das war dazu ein ganz wichtiger Schritt. Wir stehen für weitere Schritte bereit und möchten gerade mit Indonesien als Schlüsselpartner in der Region und ASEAN-Vorsitz im nächsten Jahr die Zusammenarbeit vertiefen. Dazu dient auch mein Besuch hier. Wir rücken mit jenen Ländern näher zusammen, mit denen wir Werte und Interessen teilen. Ich freue mich auf das weitere Programm, das mich morgen auch zum ersten Mal nach Yogyakarta führen wird. Herr Präsident, ich danke Ihnen erneut für Ihre Gastfreundschaft. Vielen, vielen herzlichen Dank. Demikian Joint Press Statement.